Hallo und willkommen zurück beim Landschaft 115 auf der Great Western Farms Map. Wir haben uns letztes Mal diesen Ladewagen gekauft von Strautmann und sind auf dem Weg damit zu gucken, warum der Deutz wieder im Verkehr versteckt. Die Familie her, weil da jetzt nämlich gleich der Kollege kommt. Schon wieder oder was? Ich mache es anders hier. Ich mache es anders. Nützt ja nichts. Ich weiß es nicht, was er hat. Ich weiß echt nicht, was er hat, warum er sich wehrt dagegen. Wir machen es einfach so. Jetzt soll das dann hoffentlich immer funktionieren. So. Ach, schlimm mit den jungen Burschen. Wir senken den Pickup, schalten Ladewagen schon mal an, dass wir hier in einem durchrutschen können. Ja, das haben wir jetzt stehen gelassen wegen dem Baum. Das wäre so wahrscheinlich nicht passiert. Sammeln wir gleich mal nebenbei auf. Stroh brauchen wir auf jeden Fall für die Viecher. Da ich mal erst das Lager hier unten voll und für oben für den Schlachthof werde ich dann das Stroh einfach rumfahren. Das wäre ein Humpitz, wenn ich jetzt extra Stroh hochbringe. Ja, läuft wie geschnitten Brot hier mit dem Stroh. Bis auf die 3 Gramm, die ich da unten liegen lassen habe. Aber ich weiß immer noch nicht, was auf Feld 3 los ist, was ich da wieder verbaselt habe. Ja, hier habe ich uns auch wieder was liegen lassen. Ach, schlimm. Schlimm, der Mühsam. Wenn der sich nicht konzentriert, ist hier völlig. Wir sind doch völlig ruiniert. Ach ja, bin mal gespannt. Ob er das schafft. Jawohl. Ja. Jetzt fahren wir zurück. Und holen den Kram, den wir liegen lassen haben. Von vorne ab und am Anfang und dann bringen wir das schon mal weg. Warum immer wir das hier liegen lassen haben, was kann das auch wahrscheinlich? Ich habe nicht darauf geachtet, ob die Anzeige funktioniert. Juhu, wir haben es geschafft. Diese Rundumleuchtenanzeige sieht doch fast so aus wie beim Bausimulator, oder nicht? Hier unten im Display. Ah, das Ausrufezeichen steht quasi für. Jetzt bin ich wieder um einiges schlauer.
So, jetzt bringen wir jetzt unser Strohlager. Ne, das bringen wir jetzt erstmal zu den Rindviechern. Ne, in den Stall. Den ersten Hub. So, hier will es noch nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt hier von hinten reinfahren. Das wird auch ein Spaß. Natürlich machen wir einen warmen Blinker an. Und vorne rückwärts, auch wenn es keiner so interessiert, weil keiner da rumläuft. Aber wir denken dran. So, Stroh haben wir. Da müssen wir irgendwann nochmal Gras holen, also Schneidwerk. Und dann eine Kirche, wie ich gerade mal so sehe. Dann können wir Gras sammeln. Und dann haben wir für die Kühe eigentlich alles soweit fertig. So, das läuft. Wackelt aber auch hier. Also wird es kein Morgen geben. So. Ja, die Ladewagenanzeige ist wieder alle. Das ist ja cool. Die ist ja wieder leer. Da habe ich jetzt... Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Womit ich auch nicht gerechnet habe, ist, dass ich mich, dass ich es vergessen habe, welches Feld das war. Dieses weniges welches, ne? Ja, wir fahren jetzt einmal durch von da, wo wir stehen geblieben sind. Hinten bei der Brücke quasi. Dann schauen wir mal. Könnte noch Meter größer sein, der Ladewagen hinter diesem Trecker, ne? Ja, ich guck mal die Mods, vielleicht gibt es ja noch einen schönen großen. Der vielleicht sogar multifruitfähig ist. Weiß ich noch nicht. Das soll im LS17 nicht anders sein, der wird das einfach nur als... Es ist egal, welche Frucht du nimmst, es wird einfach als Anführungszeichen Füllung gewertet. Als Ware quasi. Und da ist es shit egal, was du drin hast. Ob das so funktioniert, hoffe ich, denke ich. Ja, und da sehen wir eine Anzeige, wie unser Stroh voll wird. Krass. Ich bin begeistert. So, jetzt fahren wir einmal durch die Frucht. Hier haben wir die Straße. Kommt natürlich aus, als wären wir ein Sattelzug mit 70 Anhängern aus Australien. Aber naja. Jo, wir sammeln Stroh für die Kühe und das Schwein und die Rinder. So, haben wir schon irgendwas liegen lassen? Nee. Gut. Dann hat das ja doch Sinn, dass wir in der Innenansicht fahren. Oh. Jetzt kann es sein, dass wir hier gleich in Schwulitäten kommen.
Jetzt holen wir einmal aus. Fahren durchs Geäst. Ja, und der Dolz bringt fleißig den Hafer weg. So, gleich mal voll. Und ab geht's. Zum Leermachen. Ah, ich muss echt mein Kärcher holen. Es geht auch keine Furt hier. Jetzt machen wir eh noch keine Tür haben, aber trotzdem. Ach, so sieht also aus, wenn er voll ist. Irgendwie verfahre ich mich in der Sicht ständig. Wir können ja auch mal hier den Mixfeeder gucken, ob wir da schon noch Stroh reinkriegen.